Die Schreiber der amerikanischen Geschichte wissen über die Jahre nach 1879 von einer Hochkonjunktur zu berichten, die auf Bürgerkrieg und Indianerkrieg in den Vereinigten Staaten folgte. Sie sprechen von dem Wettlauf aller um höchste Profite und vom bedingungslosen Streben nach Macht. Es war dies eine Zeit, in der Morgan und Vanderbilt, Carnegie und Rockefeller groß wurden. Im Westen der Staaten war die Eroberung des Indianerlandes vollzogen. Die Indianer waren geschlagen. Die stärksten und rücksichtslosesten unter den neuen Herren des Landes konnten schnell Reichtum und Macht anhäufen. Sie beseitigten Widerstand mit jedem Mittel. Dabei ging unter dem harten Zugriff des weißen Amerika die Tragödie des indianischen Prärievolkes ihrem Ende zu. Robinson ist nahe. Wozu noch die Vorsicht, möchte ich wissen. Wie lange dauert es, bis auch eure Pferde krepieren? Es hat keinen Sinn. Wir kommen nicht mehr weiter. Nicht weit von hier ist das Fort der Langmesser. Wie sollen wir uns denn schützen und ernähren, wenn wieder Schneestürme kommen? Unsere Reservation werden wir nicht mehr erreichen. Wir müssen ins Fort Robinson gehen. In den Forts und Siedlungen behandeln uns die Weißen als Feinde. Sie sperren uns in ihre Gefängnisse oder töten uns. Denk an Tashunkawitko. Auch er ging in ein Fort. Vertraute der Großmut der Sieger. Er wurde ermordet. 4 Jahre haben wir gekämpft. Wir sind gejagt worden wie tolle Hunde, seit wir unsere Berge verlassen haben. Es gibt keinen anderen Weg. Wir müssen die Reservation unseres Oberhäuptlings Rote Wolke erreichen, wenn wir leben wollen. Das Fleisch deines Pferdes wird uns helfen. Peter, gib dein Pferd her. Hallo, Sarge. Verdammt zugig bei euch hier. Das ist ein windiges Nest, unser Robinson, weiß der Teufel. Aber es gab schon schlimmeres Januarwetter. Mir reicht dies. Sir, an die Pferde aus. Hille, willst du hier anfrieren? Komm endlich. Ist Captain Wessels drin? Schon zur Stelle. Hallo, Captain. Halt, was? In dieser Jahreszeit bleibt ja ein anständiger Mensch auch am Feuer. Was hat euch bloß rausgetrieben? Sehnsucht, Wessels. Sehnsucht. Hallo, Hille. Hallo, Captain. Da erst mal rein. Sir. Hey, Blake. Hey, Lockdown. Hallo. Groß geworden seit dem letzten Mal. Ja, ja. Na, und breit. Hey, mein lieber Blake, wir hatten anstatt eines Reitpferdes
bald einen Elefanten brauchen. Oh. Da hast du's, Blick. Das ist die neue Westpointerziehung. Klein, aber hoch und eifrig. Hinter den Schalken war er her wie ein Hund hinterm Kaninchen. Kerrenbesser, die muss doch ganz energisch protestieren gegen diesen Vergleich. Ah, ein neues Gesicht in der Gegend. Willkommen, Frau Robinson. Darf ich bitten? Bitte, meine Herren. Da wie forsche Mr. Collins P. Harrington, Mitinhaber der General Mining Incorporation Omaha, Nebraska und Generalbevollmächtigter der Gesellschaft in Tanglewood für bergwerksmäßige Förderung von Gold und Edelmetallen in den umliegenden Teilen der Black Hills. Und nicht der Ärmste von Tanglewood. Erst nach Samuel Blake, meine Herren. Erst nach Blake. Warum so bescheiden, Mr. Harrington? Etwas weniger als Blake zu haben, ist immer noch genug. Wenn Geld selbst auch nicht stinkt. Er stinkt vor Geld. Gib's nur zu, Blake. Hast dich ganz schön gemausert in den letzten Jahren. Prost! Krämerseele. Prost, alter Eisenfresser. Wir warten hier, bis es dunkel ist. Bevor der Mond aufgeht, überqueren wir den Fluss. Nein, wirklich. Mein Kerl, wie ein Schrank. Und garant ist er, als wir beide... Weiß, der Blake, wir freuen uns über euren Besuch. Danke, Fraser. So viel Abwechslung wie in Tanglewood haben wir in unserem Robinson leider nicht. Doch, doch, mein Lieber. Und wenn's nur der Saloon wäre. In deinem Alter, Wessels. Außerdem ist Betsy seit einem Jahr verheiratet. Was du nicht sagst. Armes Ding. Was sie jetzt alles versäumen? Nein, aber im Ernst, Blake. Was hat euch um diese Zeit aus eurem warmen Nest hergetrieben? Eure planmäßige Fahrt ist doch noch lange nicht heran. Sonderfahrt. Wir wollen unseren Friedensrichter und seine Tochter aus Ogallala abholen. Emerson ist es. Du musst ihn noch kennen. Mit Catherine. Catherine Emerson? Sie heiratet bald. Der Teufel soll das Heiraten holen. Pat Patterson. Den ehemaligen Goldgeber vom Shining Stone. Die schönsten Frauen gehen uns verloren. Ihre Gläser, meine Herren. Nachschub. Übrigens, Nachschub, Wessels. Hoffe, du hast bald wieder einen Versorgungstransport von der Bahnstation. Wird sich machen lassen. Und wie immer kostenlos im Schutz der Armee. Kostenlos ist gut. Wozu brauchen Sie eigentlich militärischen Schutz, Blake? Sie haben doch Ihre eigene bewaffnete Macht mitgebracht. Damit eure Knochen nicht einrosten, ihr Staatsrentner. Der Indianerkrieg ist doch seit Jahren vorbei. Ihr habt doch nichts mehr zu tun. Und die Bande Cheyenne? Monatelang haben Sie seit Ihrem Ausbruch das Land unsicher gemacht. Das ging auf Leben und Tod. Na, na, Leutnant. Eine ganze Armee und eine Handvoll Indianer? Bei solchen Offizieren? Nein, nein, tatsächlich, Blake, die sind wie die Teufel. Zum Glück haben sie sich geteilt. Die eine Hälfte haben wir erwischt. Aber der Häuptling Little Wolf streunt mit 120 Mann noch umher. Soll übrigens in die Black Hills gezogen sein. Habt ihr nichts gehört? In die Black Hills? Scheint so. Ach, nichts wie Ärger hat man mit ihnen, auch mit den Gefangenen. Aufsässig und frech ist das stinkende Gesindel. Kann kaum noch kriechen. Seit Wochen kleinste Ration in eiskalten Baracken. Aber immer noch nicht klein zu kriegen. Eigentlich müssten sie längst krepiert sein. Wir sollen sie in ihre Reservation nach Oklahoma zurück. Was denn, mitten im Winter? Befehl ist Befehl. Was meinen Sie, meine Herren? Wollen Sie Ihre Häuptlinge kennenlernen? Wäre nicht uninteressant. Ich muss den Befehl sowieso bekannt geben. Fraser! Sir! Lassen Sie die Häuptlinge holen. Jawohl, Sir. Was meinen Sie, Wessels? Warum fügen sich die Indianer nicht? Wer soll diese Rothäute verstehen? Sie wollen einfach nicht zurück. Im Norden wollen sie bleiben. Was die sich in Washington denken. Wegen dieser Rothäute eine ganze Schwadron wochenlang in den Präriewinter schicken. Wer soll denn das verantworten? Und Sie wollen sie wirklich abtransportieren? Bei der Kälte? Wie Oklahoma? Das ist ein Todesurteil. Na und? Nur ein toter Indianer ist ein guter Indianer. Die Indianer sind nicht fähig zu einem zivilisierten Leben. Sie stören unseren Fortschritt. Die amerikanische Nation hat ein Recht darauf. Die Indianer, Sir.
Der weiße Vater in Washington hat befohlen, dass ihr in eure Reservation, aus der ihr geflohen seid, zurückgebracht werdet. Sagt das euren Leuten. In ein paar Tagen brecht ihr auf. Ich hoffe, ihr seid vernünftig und gehorcht. Wir sind nicht unvernünftig. Wir wollen mit euch in Frieden und Freundschaft leben. Oft habe ich es gesagt und ich sage es wieder. Wir wollen nichts weiter als in unserer Heimat im Norden bleiben. In die Reservation im fremden Süden kehren wir nicht zurück. In die Heimat, in die Heimat. Immer wieder das Gerede von der Heimat im Norden. Indianer haben keine Heimat, ihr habt einen Befehl. Wenn ihr nicht freiwillig zurückgeht, werde ich euch zwingen. Alles andere habt ihr euch selbst so zu schreiben. Dann werden wir hier sterben. Lieber hier und sofort. Ich werde meine Brüder mit ihren Frauen und Kindern nicht in den qualvollen Hungertod der Reservation führen. Wir gehen nicht. Ihr geht nicht? Das wollen wir mal sehen. Sergeant! Fesseln die Strolche. Keine Rationen mehr. Kein Wasser. Ja. Sie. Emerson! Hallo, Miss Casserly. Sparen Sie sich Ihre Zärtlichkeiten für Tanglewood auf. Ich weiß nicht einen, der wartet darauf, seit Sie vor 4 Wochen dort weggefahren sind. Herzlich willkommen. Wie steht's also in Tanglewood? Haben Sie die Konzession und das Geschäft von diesem, wie heißt er? Blank. Richtig, Blank. Haben Sie sie übernommen? Tanglewood ist anders als die Städte im Osten. Es ist nicht einfach. Wer sagt denn, dass es einfach ist? Aber wenn wir jetzt nicht aufpassen, rutscht uns die Konjunktur unter den Fingern weg. Aber lassen Sie doch, Blake. Nein, nein, wenn mein Friedensrichter zurückkommt, sollen alle Leute sehen, wie seine Bürger ihn achten. Aber wo habt ihr Pat? Er muss die Hochzeit vorbereiten. Es sind doch nur noch ein paar Wochen bis zum Frühjahr. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich weiß. Aber der Mann ist nicht dumm. Er hat den Goldaufkauf seit den Zeiten der ersten Goldfunde in seine Hände gebracht. Vor allem hat er sein Unternehmen gut abgesichert. Er ist gut Freund mit dem Friedensrichter, beim Sheriff. Der Army. Haben Sie ein hübsches Brautkleid mitgebracht? Donnerwetter. Der Sheriff-Stern.
Seit wann denn das? Gratuliere, Sheriff. Hilf, Sheriff. Nur Hilf, Sheriff. Aber das bei Pat Patterson. Was wirklich denn, Pat? Pat? Ja, Pat. Stimmt, Emma. Nein. Vor Ihrer Abreise haben wir Ihnen zum Friedensrichter gratuliert. Und jetzt bekommen Sie einen Sheriff zum Schwiegersohn. Wer Tanglewood beherrscht, beherrscht den Segen der Black Hills. Und darum geht's. Wer hätte das damals gedacht vor 4 Jahren? Heute ist Sam Blake ein reicher Mann, mein Vater Friedensrichter und mein Pet ist Sheriff. Ja. Sie haben doch alle Mittel in der Hand. Werden Sie mit diesem aufgeblasenen Händler fertig, er oder wir? Denken Sie an die General Mining, in Ihrem Interesse. Ich verstehe nicht, mein Bruder, starke Linkshand, warum ihr euch von Häuptling Little Wolf getrennt habt. Viele Monde habt ihr euch gemeinsam den Weg gegen unsere Feinde erkämpft. Hattet ihr Streit? Unsere Häuptlinge glaubten, 2 kleine Wanderzüge würden besser vorankommen. Der Winter stand bevor. Wir hätten nicht in die Salzwüste gehen dürfen. Das sog alle Kraft aus unseren Körpern. Uns blieb nur die Gefangenschaft übrig. Den Rest taten die Langmesser. Die verräterischen weißen Wölfe. Sie haben uns bis aufs Blut gepeinigt. Nach Norden ist Little Wolf gezogen, sagst du. In unsere schwarzen Berge. Reiter, weiße, vor 2 Tagen. Von da nach dort. Los, hey! Gefehlt, verdammt, los, alle ran hier! Los! Hallo, Männer! Los! Gott sei Dank, das hätten wir geschafft! Deinen Hals brauchst du jedenfalls heute nicht mehr zu waschen. Und deine Füße auch nicht. Verdammtes Hochwasser. Welcher Teufel hat es bloß geritten, den Transport von Frau Robinson selber abzuholen? Wäre dein letzter Transport in Tanglewood angekommen, brauchten wir uns hier in den wild gewordenen Bächen keine nasse Füße zu holen. Könnten sie unter Pets Hochzeitstisch stecken. Einen ganzen Tag hat es das Dreckwasser nun schon gekostet. Ich möchte bloß wissen, warum es im Winter immer so viel schneit. Hey, David, bald fertig, können wir endlich weiter? Ja, wir können doch. Na los denn, hey, vorwärts! Ja. Also gut, Sleek, wir rennen in den nächsten Tagen noch mal drüber. Vergessen Sie es nicht, Charles. Wir wären sehr dankbar. Können Sie sich auf mich verlassen. Bye. Hey, nicht so stürmisch, McGrave. Ist ein Steckbrief durchgegeben worden? Mein Telegrafenbüro ist heute geschlossen. Wegen dringender Familienangelegenheiten und so. Nicht wahr? Sie hätten den Sheriff lieber nicht aufhalten sollen. Von Ihren Trauzeugen ist immer noch nicht zu sehen, Sheriff. Leider nicht. Sie werden einspringen müssen, McGrave, wenn Hille nicht mehr rechtzeitig zurückkommt.
Auch das noch. Aber es ist Zeit. Höchste Zeit, und Sie sind noch nicht mal angezogen. Sie werden zu spät kommen. Joshua, Sie sind mal wieder viel zu aufgeregt. Bitte? Es ist alles bereit. Da soll man nicht aufgeregt sein. So eine Hochzeit ist doch keine einfache Sache, nicht wahr? Sie brauchen nachher bloß Ja zu sagen. Aber ich muss dafür sorgen, dass Sie pünktlich Ja sagen, also beeilen Sie sich. Ich sehe noch mal rein. Fesseln das Abziehbild von Sheriff. Diesmal.
Wenn ich bitten darf. Ein Tusch, bitte. Hört? Ja. Musik! Ihr Brautvater sehen Sie nicht gerade aus, Friedensrichter. Was ist denn los? Freuen Sie sich nicht an einem schönen Paar? Zu beneiden, der Sheriff. Gewiss. Aber mich lässt einfach der Gedanke an den Transport nicht los. Einen vollen Tag sind Blake und Hille überfällig. Seit vor 6 Wochen der letzte Transport ausgeraubt worden ist, muss man die schlimmsten Befürchtungen haben. Im Überfluss soll auch noch ein Indianerband unterwegs sein. Cheyenne. Ach was, Emerson. Das Hochwasser wird sie aufgehalten haben. Hoffentlich. Gratuliere, Sheriff. Wir haben das Geld geraubt. Verdammt! Hast du sie zerschnitten? Nein, bei mir war es genauso. Verdammt merkwürdige Sache. Du, das Gesindel kommt zurück. Los, in den Wagen! David, dachte, ich habe sie auch erwischt. Wo sind die Banditen? Geflohen. Boss, verwundet? Nein. Wer ist denn das? Keine Angst. Freunde, Sie haben die Banditen gesehen. Das war nicht möglich. Peter, der Indianer. Ja, ich bin Weitspähender Falke Sam Blake. Kennst du die Mörder? Ich werde Blauhaar und meinen jungen Bruder rächen. Also die gleichen Banditen, die uns überfallen haben. Du kennst sie nicht? Sie waren maskiert. Ich werde sie allein finden. Wenn es nötig ist, suche ich dich, Sam Blake. Von deinem Guten raus. Na, Sie haben doch einen guten Tag. Doch, natürlich, wie unseren Sheriff immer. Sie werden schon noch kommen. Warum sollen Sie nicht? Noch einen.
Ladies and Gentlemen, bitte Aufstellung nehmen zum Square Dance. Ja! Und jetzt geht's los! Und die Herren gehen vor und die Damen bleiben zurück. Und die Damen gehen vor und die Herren bleiben zurück. Und sie wechseln die Plätze und sie schwingen herum und sie schwingen herum und wechseln die Plätze. Achten genau von Rippen sie. Und das Ganze noch einmal ist. Und sie schwingen herum und wechseln die Plätze. Chassé, Cross und weiter. Die könnten uns ein neues Bier bringen. Und noch einmal, Grand Square. Das ist doch deine Hochzeit. Recht hat sie, Sheriff. Vergessen Sie die Sorgen. Hochzeit ist Hochzeit. Der Transport, er ist ausgeraubt worden. Hochzeit ist Hochzeit. Wahrhaftig, eine richtige Sheriff-Hochzeit. Geht raus, lasst euch draußen sehen. Banditen, maskierte Banditen wie das letzte Mal. Sie haben Smith und Rindler erschossen, die Lohngelder fürs Bergwerk geraubt, sonst nichts. Gott sei Dank, den beiden ist nichts passiert. Aber den beiden anderen. Wie lange soll das noch weitergehen, Sheriff? Diesen Banditen muss das Handwerk gelegt werden, aber gründlich. Und bald. Wie viel waren es, Peter? Ihn haben sie doch zuerst niedergeschlagen. Sie, Miss Achtmann. Dann brauchen Sie Hilfe, Patterson. Danke, Herring. Ich werde das gesetzliche Aufgebot anrufen, wenn es Zeit ist. Sie sollten einen zweiten Hilfs-Sheriff nehmen. Andy Sleek, wo ist er? Ja, Andy Sleek. Er ist ein erfahrener Westmann, allen bekannt. Hat er sich nicht schon bei Ihnen beworben? Das hat er. Na also. Einverstanden, Leute? Also gut, Leute, ich werde ihn vereidigen. Geht jetzt nach Hause, versorgt die Toten, wir feiern nicht mehr weiter. Morgen hört ihr mehr. Moment noch, Sheriff! Meine Leute oben im Bergwerk haben gemeldet, dass sich wieder Rothäute im Gebiet herumtreiben. Kann sein, dass es die Bande des berüchtigten Little Wolf ist. Vielleicht verkleiden die sie und rauben unsere Lohntransporte aus. Unsinn, wir haben sie doch gesehen. Wer, die Indianer? Die haben ja, hier nichts zu suchen. Die Banditen haben wir gesehen. Ich denke, die waren. Es ist meine Sache herauszufinden, wer die Verbrecher sind. Und ich werde es herausfinden, verlasst euch drauf. Schluss jetzt. Geht nach Hause. Auf alle Fälle, Sheriff, muss ich meine Leute im Bergwerk schützen. Und ich weiß nicht, ob sie allein gegen eine Bande Indianer Tanglewood sichern können. Die Stadt ist schon einmal abgebrannt. Welchen? Hey! Verstärken Sie die Bergwerksmiliz. Okay, Boss. Notfalls schicken Sie Leute in die Stadt. Okay. Aber das geht nur, wenn die Bewaffneten dem Sheriff unterstellt werden. Aber selbstverständlich, Mr. Emerson. Nur nach meiner Anforderung kommen Bewaffnete in die Stadt. Natürlich, Sheriff. Nur nach Ihrer Anforderung. Komm. Alle mit, Leute!
Warum suchst du gerade hier den Mörder? Wie sollen wir ihn unter den vielen Weißen herausfinden, Häuptling? Ich werde den Mörder finden. Bleib in der Nähe. Ruhig, Männer, macht keine Dummheiten. Wir haben keine Waffen. Was wir hast du uns nicht mehr gefallen? Seht euch doch die Banditen an! Unverschämtheit ist das. Guck sie dir an. Lass uns da nicht gefallen. Feine Schutztruppe, verdammt nochmal. Mr. Beschen soll gefälligst herauskommen. Wir haben dringend mit ihm zu sprechen. Mal passiert uns das. Alles Betrug. Was ist los, Leute? Was wollt ihr von mir? Heute ist Zahltag. Den Lohn. Conny! Banditen den großen Herren das Geld klauen. Wir glauben nicht an die Geschichte mit den Indianern. Hier waren seit Jahren keine. Wir haben gearbeitet und wir wollen unseren Lohn. Er hat völlig recht. Sag doch was dazu. Dann gib das Geld her. Uns geht's doch genauso. Ich habe auch kein Geld bekommen. Uns doch nicht erzählen. Und meine Leute, die euch vor Indianern und hergelaufen im Gesindel schützen, ebenso wenig. Ist selber hergelaufen, ist Gesindel. Sonst geht das ungewaschen aus. Ich doch, hey, lass ihn, mach keinen Quatsch. In einem Boot. So kann man doch nicht miteinander reden, Leute. Was ist denn hier los? Hast du das Lohngeld mitgebracht? Ich allein? Bin doch nicht lebensmüde. Deine Schweiß bei der Arbeit. Geld bringe ich nicht, aber Whisky und das Teufelzeug von Dynamit. Ohne die beiden edlen Stoffe könnt ihr anscheinend nicht leben, wenn ich euren Boss richtig verstanden habe. Nun nehmt mir das bloß ab. Da seht ihr es, Leute. Harrington schickt uns sogar Whisky, den der Geizhals Blake uns nicht mal auf Kredit geben wollte. Die Gesellschaft ist nicht schuld. Blake ist haftbar für das geraubte Geld. Ihm ist es gestohlen worden, nicht der Gesellschaft. Blake muss zahlen. Ich sehe gar nicht ein, dass wir auf unser Geld verzichten sollen. Und irgendwas muss ja der Schornstein rauchen. Und Meyers Whisky ist auch nicht billig. Und die Damen im Saloon. Ich schlage vor, dass ich ihn selber mal auf den Zahn fühle. Mit ein paar Männern in eurem Namen. In seinem Fuchsbau. Und eine Tengelwut. Indianer im Kämpfen! Da los, auf! Holt euch die Rot heute! Jetzt sind sie! Da sind sie! Schieß das Dynamitzelt zusammen! Los!
Fläche. Herringtons Mann. Ich habe es euch ja gesagt. Mein Gott, lassen Sie doch Harrington aus dem Spiel, Blake. Nichts ist bewiesen. Bewiesen ist, dass er mich fertig machen will. David, du warst mit dem Häuptling Van Spender Falke zusammen. Wie viele Leute hat er bei sich? Weißt du, wo er ist? Ich weiß nicht. Aber er wird den feigen Mörder von Blauhaar finden und von seinem jungen Bruder. Der Dakota-Häuptling rächt sich ohne Hilfe, ganz allein. Nur zwei Krieger sind noch bei ihm. Alle anderen sind tot. Deine Mutter war doch auch eine Dakota. Ja, mein Name ist Wakonsika. Danke, David. Du kannst jetzt gehen. Es war ein stolzes und mutiges Volk, die Dakota. Wenn Böschen tatsächlich Falkes Frau umgebracht hat, dann gnad ihm Gott. Und ist der Blauhaars Mörder? Dann ist er auch der Banditenchef. Selbst wenn es so wäre, wie willst du es beweisen, Pat? Was die Aussage eines Halbindianers wert ist, weißt du genauso wie wir. Und die Rache eines Indianers ist schon gar kein Beweis. Es kommt nicht auf die Rache eines Indianers an. Auf Recht und Ordnung kommt es an. Und wenn Beschen ein Bandit ist, so wird er hängen, so weil ich Sheriff bin. Sheriff? Recht und Ordnung, gut. Aber was ist mit meinem Geld? Was wird inzwischen aus meinem Geschäft? Noch so ein Raub und ich bin fertig, rettungslos. Dann kann ich bei Collins B. Herling nach Arbeit fragen. Vielleicht braucht er gerade einen Kutscher. Goddampet, ich brauche das Geld. Wie wär's mit einer Erfrischung für die erhitzten Köpfe? Danke, Kesrin. Ist es so schlimm, dass du Versorgung schon deine Frau nicht mehr siehst? Sheriff, Liebe. Du wirst dich dran gewöhnen müssen, solange in diesem Land nicht Recht und Ordnung herrschen. Glaubst du, so alt wie Methusalem zu werden, dass du das noch erleben willst? Danke, Madame. Mhm. Schiefkopfbäschen. Oh. Hat er nicht erzählt, seine Halswunde hätte ihm der Dakota-Häuptling beigebracht? Er war damals wie wild hinter den Indianern, Herr. Er und seine Lagerpolizei sind das Schlimmste hier in der Gegend. Ziehen das Gesindel an wie ein Magnet. Wenn sie im Saloon auftauchen, gehen anständige Menschen nach Hause. Ihm ist alles zuzutrauen. Hm. Hinter diesen Überfällen steckt mehr, als sich der Schiefkopf ausdenken könnte. Blake kann recht haben. Komme von oben, Sheriff. Vom Camp am Shiningstone Creek. War aber schon alles vorbei, als ich dort ankam. Vorbei? Was vorbei? Na, der Krawall. Aufrührer! Mach endlich den Mund auf, Mann! Das Camp ist von Indianern überfallen worden. Von Indianern? Unmöglich. Bitte. Sollte James Basham treffen. Also doch Basham. Ja, Basham. Zufall, dass er noch lebt. Sie haben das Lager gesprengt. Sicher aus Wut darüber, dass Sie kein Geld gefunden haben, wie beim Transport. Was jetzt, Sheriff? Ordnung schaffen. Wenn Little Wolf noch in den Bergen ist, müssen wir ihn in dieser Richtung suchen. Ich begrüße meinen Bruder Starke Linkshand. Wer sind seine Begleiter?
Ich grüße meinen Bruder, den schnellfüßigen Fährtensucher. Freunde der Cheyenne. Tapfere Männer der Dakota sind meine Begleiter. Führe uns zu den Zelten des Little Wolf. Seit dem letzten Winter suchen wir nach ihm. Besuch. Weiß bloß noch nicht für wen. Der Wagen. Hallo, Henry. Sam Blake! Tut mir leid, meine Herren. Komm. Dir ist da nichts passiert. Deine Sachen haben sie nicht angehört, nur das Geld, die Banditen. 14, du bist dran. Oben im Camp hättest du dabei sein sollen. Blake, ich dachte, die Welt geht unter. Wenn ich denke, dass ich die Kiste in den Händen hatte. Hallo, Blake. Hallo, Kitty. Na, schon auf? 16. Schenk ein. Musik wäre gut, was, Blake? Ich rate dir, Blake, sei vorsichtig. Ich habe dort oben was gehört. Ich glaube, die wollen dir an den Kragen. Wer hat was gesagt? Achtung, Blake. Hey, Mr. Blake. Wir möchten mal mit Ihnen reden. Was wollen Sie, Herr Ingen? Es tut mir leid, Blake. Sieht alles ein bisschen unhöflich aus, aber meine Leute oben verlangen harte Verhandlungen. Sie sind verärgert. Wir beide alleine hätten uns lange arrangieren können. Aber Sie sehen ja, jetzt... Was geht hier vor, Blake? Was soll das, Mr. Harrington? Nichts, was Sie angeht, Sheriff. Es ist eine rein geschäftliche Angelegenheit. Es geht mich doch an, wenn Sie in Tanglewood mit Hilfe bewaffneter Männer Geschäfte machen. Das ist eine Delegation aus dem Bergwerk, Sheriff. Eine Abordnung, die nur Blake und mich angeht. Ich sag's Ihnen. Und bewaffnet, Sheriff. Bewaffnet sind die Männer, das ist wahr. Aber würden Sie ohne Waffen durch die Berge reiten jetzt? Nach den heimtückischen Indianerüberfällen? Doch wohl nicht. Also, Blake, ich muss Sie auffordern, die Ihnen geraubten Gelder meiner Gesellschaft sofort zu ersetzen. Sofort? Unmöglich. Sie wissen, dass Sie für Ihre Transporte haften. Es war der zweite Überfall. Das ist Ihr Risiko. Sie wollten es so, Blake, nicht zu machen. Meine Leute sind wegen der Indianer sowieso nervös genug. Sie müssen Geld sehen, und das sofort. Sonst kann ich für nichts garantieren. Mr. Harrington, das ist eine bewaffnete Drohung. Regeln Sie Ihre Angelegenheit mit Blake vor dem Friedensrichter. Nicht hier und nicht so. Ich fordere Sie auf, Ihre Leute sofort aus der Stadt wegzuschicken. Lassen Sie die Waffe stecken, Peschen! Sie sind vor mir ein toter Mann. Ja, wenn Sie das so auffassen, Patterson,
Ich will keine Gewalt. Aber ab, du Kriegern! Hören Sie, Blake, ich verstehe Ihre Schwierigkeiten. Ich schieße Ihnen das Geld vor. Holen Sie sich Neues aus Ogallala. Vielleicht findet der Sheriff das Gestohlene auch noch. Die Indianer können ja nicht weit sein. Hm? 10 Tage haben Sie Zeit, Blake. Dann regeln wir unsere Angelegenheiten. Ich bin bankrott, wenn ich das was sagt. Bankrott! Ich! Der reiche Sam Blake! Er hat mich in der Hand. Dann hat er auch bald Tanglewood. Passt alles zusammen. Du bist ihm im Wege. Er muss dich ruinieren. Bashan besorgt ihm die schmutzige Arbeit und du musst zahlen. Das hast du von deinen eigensinnigen Verträgen. Und Harrington steckt außerdem das geraubte Geld der Gesellschaft in seine eigene Tasche. Eine fein ausgeklügelte Garnerei. Als ob ihr nicht nebeneinander oder meinetwegen auch miteinander gut verdienen könntet. Du hast ja recht. Aber ich wiederhole. Du brauchst Beweise, dass Bashan die Raubmorde auf dem Gewissen hat. Sag mal, Blake, hat David nicht gesagt, dass sie Dakota einen Banditen erschossen haben? Ach, den haben sie doch nicht liegen lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Wenn der Mann zu Bashans Leuten gehört hat. Peter, nimm dir David mit, such den Toten. Vielleicht findest du ihn noch. Ich hole inzwischen für Blake das Geld aus Ogallala. Den Sheriff offen anzugreifen, das werden sie sich sehr überlegen. Meinst du? Sicher, aufs Sheriff-Mod steht Todesstrafe. Eben. Und außerdem bin ich schnell und das wissen sie. Es ist riskant. Aber du musst wissen, was du tust, du bist Sheriff. Die Idee ist gut, sie gefällt mir. Und was wird, wenn der Dakota-Häuptling inzwischen Bashan abschießt, was dann? Dann hat Harrington Full Hand und kann alles auf Bashan schieben. Und seine bewaffnete Bande ist kaum noch aufzuhalten. Verdammt, das stimmt. Das musst du verhindern, Peter. 10 Tage haben wir Zeit. Den Falken an der Rache hindern? Was hast du sonst noch für Wünsche? Es gibt keine andere Möglichkeit, Hille. Peter, such mit David den Toten und den Dakota. Und noch eins. Ich trau's Lied nicht. Er ist mir zu oft mit Bashans Leuten zusammen. Sagt ihm nichts. Also, beeil dich, Peter. Und mach's gut. Denk du lieber an dich selber. Ihre Arbeit schätze ich. Aber sie kostet mich viel. Fast zu viel. Die Zuschüsse zu Ihrem Gehalt bleiben, aber außer der Reihe ist dies das Letzte. Verstehen Sie mich? Verstehe. Übrigens, Hille ist noch nicht zurück. Muss mich um meine Pflichten kümmern. Bye. Unangenehmer Kerl. Aber zuverlässig. Solange ich zahle. Umsonst ist bei uns nicht mal der Tod. Wir müssen weiterkommen, Bashan. Die Situation ist günstig. Der Sheriff ist weg. Der Hilfs-Sheriff ist weg, das ist günstig. Aber der Friedensrichter ist. Der Mann ist weich. Patterson muss weg. Das ist meine Sache. Tanglewood wird den Sheriff nicht wiedersehen. Der spielt sich in meiner Gegenwart nicht nochmal so auf. Das soll ihr schade nicht sein, Bashan. Ihre Leute sind vorbereitet? Klar. Auf Anforderungen sind sie da. Und nach Blake fragen sie gar nicht. Blake ist zäh. Wenn er und Emerson sich hinter die Armee stecken. Vorher müssen wir Tanglewood fest in der Hand haben. Macht schafft Legalität, Bashan. Patterson muss weg, damit Sie Sheriff werden können. Und Ihre Legalität als Sheriff wird nicht schlechter sein als die Pattersons. Sie wird besser sein, denn wir können sie durchsetzen.
Gebt Little Wolf Nachricht. Bewacht sie hier. Geht zurück. Die Wege in unseren Bergen sind wieder frei von Schnee. Bald werden uns die Langmesser aufspüren und jagen. Bevor sie die Zugänge besetzen, müssen wir die Prärie erreicht haben. Morgen reiten wir. Wohin willst du deine Zelte führen? Überall sind die Langmesser. Unser Land ist groß und nur wenige Söhne der Prärie sind übrig geblieben. Der weiße Häuptling wird einsehen, dass es wenig ist, was wir fordern. Und gerecht. Hast du vor Robinson vergessen? Das war ihre Antwort. Mein Bruder Weitspähen, der Falk, ist verbittert, weil ihm die weißen Banditen Blauhaar ermordet haben. Das Mädchen aus dem Zelt des Grauen Bären. Sein Blick ist getrübt durch den Wunsch nach Rache. Auch ich traure um viele meiner Brüder und Schwestern. Aber ich sehe, dass unsere Rache in den Tod führt. Unsere Freiheit will ich behaupten, solange Leben in mir ist. Als freier Mann will ich für unsere Zelte einen Platz von den Weißen fordern. Deshalb verhandle ich mit ihnen. Mein Bruder Little Wolf denkt weise wie ein Vater für seine Söhne. Ich muss meinen Weg gehen. Es ist nicht euer Weg. Ich achte deinen Entschluss. Aber eins sollst du wissen. An meinem Feuer wird für dich immer ein Platz sein. Hör auf mich. Bleib bei uns und lebe, mein Bruder. Hoffentlich sind die Chiefs dieses gastlichen Dorfes nicht ein paar Tagesritte weit weg. Frag den doch mal. Wächter bei Indianern antworten nie. Wir warten. Dann werden wir sehen. Deine Ruhe möchte ich haben. Wir verlieren kostbare Zeit, verstehst du? Ich verstehe, aber wir müssen doch warten. Ob der Falke noch im Lager ist? Ich denke ja. Medizinmann trommelt schon. Cheyenne werden bald wandern. Sheriff, ich glaube, Häuptlinge kommen. Gott sei Dank. Ja, ich kenne Sie. Sie haben den Spähern die Wahrheit gesagt. Warum sucht ihr mich? Ich will mit dir über den Mörder deiner Frau reden, Häuptling Waldspähender Falke. Er wird sterben, wenn es Zeit ist. Du darfst ihn nicht töten. Wir müssen ihn fangen. Wenn du ihn tötest, wird man dich jagen und aufhängen. Ich habe keine Furcht. Noch ein Wort, Häuptling. Ich kenne deine Tapferkeit. Aber der Mörder ist nicht allein. Warte noch, Häuptling. Wenn Schiefkopf vom Falken getötet wird, dann sind alle Cheyenne in Gefahr. Das meine ich. Sie bringen euch alle um. Ich verrate deine Brüder nicht. Aber die Banditen werden sie auch allein finden. Sie sind schlimmer als die Soldaten, das weißt du besser als ich. Ich verspreche dir, der Mörder soll bestraft werden. Du sollst es sehen. Unsere Cheyenne-Brüder verlassen die Berge nicht lebend, wenn Schiefkopf von Indianern getötet wird. Reite mit uns, Häuptling. Besser kannst du deine Brüder nicht schätzen. Der weise Mann hat recht. Wir müssen die Banditen ablenken vom Cheyenne-Weg. Wir wollen deine Worte beraten. Starke Linkshand wird euch jetzt in sein Zelt geleiten. Dort wartet. Beratet. Bloß nicht zu lange. Ha ha ha.
Bueno, Sheriff. Ich werde allein mit diesen Leuten nicht fertig. Helfen Sie, Beschen! Das ist unfair. Rein mit euch, los, los! Schnell und Tür zu! Was steht ihr hier noch herum? Wollt ihr nicht Ordnung schaffen? Nach oben! Beeilt euch! Fenster zu! Frau bleibt im Haus. Geh rein, Kesrin. Was soll das heißen, Zulik? Tun Sie was! Ruhe und Ordnung waren in Gefahr, Friedensrichter. Der Sheriff hat mich um Hilfe gebeten. Ich gebe sie ihm. Das ist ungesetzlich. Das werden Sie verantworten. Werde ich. Die Bande will uns terrorisieren, Emerson. Warum so harte Worte, Mr. Blake? Schäle dich nach Hause, Mann, aber schnell, damit dir nichts passiert! Helft mal ein bisschen nach und nimm den Friedensrichter auch gleich in Schutz. Was wollen Sie denn? Lassen Sie mich. Würfelköpfe, verdammte! Jüde Hinterwälder! Halt! Halt! Der Geldtransport nach Dinglewood für Sam Blake. Hier ist die Vollmacht. Hätten Sie doch gleich sagen können. Hey! Okay. Wollen Sie nicht nachzählen? Bei Ihrem ehrlichen Gesicht. Hat's aber verdammt eilig, der junge Mann. Dort bei den Felsen traf meine Kugel einen der Mörder. Grauer. Einer von Beschens Leuten. Beeilt euch, Männer. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Was ist denn los? Kannst du deine Stute nicht mehr bändigen? Sie ist rossig, das macht sie widerspenstig. Geht nicht nur Pferden so. Blöder Witz. Noch eine. Und noch eine.
Und jetzt reicht's. Mist. Sind Sie's endlich? War bloß Roy. Hab jetzt Wache am Saloon. Elende Warterei. Mach deinen weich, die Warterei. Die müssen das doch längst erledigt haben. Meine ich auch. So ein Sheriff ist auch bloß ein Mensch mit dem Kopf, der kein Blei verträgt. Maul halten! Du redest so viel, Jim. Könnte dir schaden, ich sag's dir. Oder wollen wir Spaß machen dürfen? Ja, soll denn das schon werden hier? Ah, unsere schöne Wirtin. Hey, wohin? Madame, Sie dürfen das Haus nicht verlassen. Ich will einkaufen. Ich kann doch ihretwegen nicht verhungern. Und Ihre Helfer essen und trinken sehr viel. Warten macht durstig. Lass Sie ruhig was holen. Da, Lea, die auch. Hol neue, schön, es geht, hol neue und kauf mal wieder. Na, lass Sie uns doch bedienen, Andy. Oft gibt's nichts von einer feinen Sheriff, Madame, so für unser einen. So. Übrigens ist es besser, wenn Sie gleich in den Saloon gehen. Und beeilen Sie sich, ja? Würden Sie bitte Bill Myers herausrufen, den Wirt? Ich mag nicht hineingehen. Es sind zu viele Männer drin. Klar, Miss. Mach ich. Mach ich verdammt gern für Sie. Danke. Hey, Myers! Myers, Halsabschneider, hörst du? Verfluchtes Biest! Aber man schießt doch nicht auf eine Dame, Roy. Auf die Frau von unserem Sheriff. Sheriff? Hast recht. Witwen soll man schon. Du altes Mist, wie in die Ruhe. Los, weg! Entdeckung, Männer! Nämliches Hengstvieh, verdammt doch mal! Worauf wartet ihr denn noch? Los, holt sie! Thank you.
Ach, lass ihn. Nur ein Pferd verloren, das ist nicht so teuer bezahlt. Ich fürchte, das war erst der Anfang. Fürchte ich auch. Der Schiefkopf war nicht dabei, Häuptling. Doch, aber der hat sich rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Der wird uns in Tanglewood erwarten. Na, los. Der weiße Mann soll dieses Pferd nehmen. Danke, Häuptling. Ja, los! Schiefgegangen, Boss. Wir hatten ihn fast, aber der Zwerg von einem Hilfs-Sheriff ist uns in die Quere gekommen. Mit einem Trupp Indianer. Indianer? Haben Sie Männer von uns erwischt? Vermutlich. Was heißt vermutlich? Wüsste ich es genau, wäre ich vermutlich nicht hier. Komm her. Hole Blake und den Friedensrichter. Okay. Die Leute sollen die Augen offen halten. Keiner lässt sich sehen. Geschossen wird nur auf meinen Befehl, verstanden? Ja. Hör zu, Böschen. Oh, Pat. Gott sei Dank, du lebst. Hallo, Catherine. Peter. Was ist los, Cassie? Wieso? Ihr dürft nicht in die Stadt reiten. Sie haben sie besetzt, Bashans Leute. Oh Gott. Sie wollen dich umbringen. Ich lasse mich nicht von Ihnen erpressen, Harrington. Ihre Ausdrucksweise passt nicht zu Ihrer Lage, Blake. Nehmen Sie doch einen Drink. Danke. Man sollte bei Geschäften keinen Verbrecherjargon benutzen, Blake. Und Sie benutzen Verbrechermittel. Vorsicht, Blake. Was heißt erpressen? Ich schätze Ihre Lage nur nüchtern ein, Blake. Und Sie genauso wie ich. Sehen Sie, bald wird Patterson mit dem Geld hier sein. Mit meinem Geld, Blake. Und was würde es Ihnen nützen? Nichts. Ihre Verluste waren zu groß. Ihre Schulden bei mir sind zu hoch. Sie sind am Ende, Blake. Geben Sie auf. Und wenn der Sheriff das geraubte Geld findet? Glauben Sie, dass ein Indianerfreund in Tanglewood noch lange Sheriff sein wird? Sie wollen... Nichts will ich. Der junge Mann bekommt eine Lektion. Warum stellt er sich mir entgegen? Mir und der General Mining. Und wenn Sie vernünftig sind, tun Sie es nicht auch. Sonst verlieren Sie den Anschluss. Und allein? Blake. Allein haben Sie keine Chance. Ich lasse Ihnen keine. Ebenso wenig wie dem Dummkopf und Sheriff. Bei mir. Nur bei mir, Blake. Und bei der General Mining ist Ihre Zukunft. Nicht bei den Hungerleidern von Friedensrichtern, Sheriffs und anderen Habenichtsen. Also, wählen Sie entweder Anschluss an der GMI oder als mein Feind. Betteln gehen. Bestenfalls. Schießen, wir müssen zum Office. Hey! Achtung, im Büro! Stand beim Patterson.
Keinen Schritt weiter. Keine Bewegung von ihm. Werf die Waffen weg, in die Zelle mit den dreien. Sleep bleibt hier. Na ab. Indianer. Na los, los, los. Das sollt ihr mir büßen. Verdammtes Lumpen. Dann kannst du am gleichen Nachdenken ab. Pat. Ist ja vorbei, Kerstin. Und du? Sag deinem Boss, dass seine Leute aus Tanglewood verschwinden sollen, wenn ihm das Leben lieb ist. Du willst ihn laufen lassen? Die Schießerei muss aufhören. Raus mit dir! Wir hätten sie gleich auf der Straße zusammenschießen sollen. Damit uns der Jammerlappen von Friedensrichter die Bundestruppen auf den Hals hetzt. Das macht man anders nach Lage der Dinge. Ich kann nichts dafür. Es waren 7 statt 3. Wenn man nicht alles selber macht. Neben dem Sheriff draußen, was? Unfähig seid ihr alle. Ich hoffe nur, dass es wieder gut macht. Friedensrichter! Hören Sie genau zu. Beschen ist mit seinen Leuten zum Schutz des Sheriffs und um ihr Geld zu sichern, Blake, Patterson entgegengeritten. Sie haben gehört, dass Indianer sie überfallen haben. Gesehen haben Sie selbst, dass der Sheriff den Häuptling der rothäutigen Stolche schützt. Sie haben meine Leute ermordet. Ich verlange Auslieferung der Roten. Und dass der Sheriff zur Rechenschaft gezogen wird. Wir brauchen keinen Indianerfreund als Sheriff. Haben Sie mich verstanden? Der Sheriff ist im Recht. Er und nur er ist dafür verantwortlich, was mit den Indianern geschieht. Dann müssen wir uns die Rote heute eben selber holen. Ich werde es nicht dulden. Es ist ungesetzlich. Ungesetzlich wie alles, was hier geschieht. Denken Sie an Catherine. Lassen Sie mich, Blake. Wenn Sie meinen, Sie müssten sich mit der GMI verbinden, so ist das Ihre Sache. Aber was in Tanglewood geschieht, ist Unrecht. Ich werde es nicht dulden. Hör sich einer die klugen Worte an. Da bleibst du! Später reden wir weiter. Ich zähle auf Ihr Wort, Blake. Ich kann nicht anders, Emerson. Achtung, Sie kommen! Geh nach hinten, Kerstin. Sheriff! Patterson! Kommen Sie raus, wir wollen verhandeln! Du kannst gehen. Ich werde schnell sein. Danke, Häuptling. Sleek, haben Sie am Boss bestellt, was ich gesagt habe? Wir wollen nichts von Ihnen, Sheriff. Aber die Indianer haben unsere Leute ermordet. Wir fordern die Auslieferung der Rothäute. Die Indianer haben geholfen, den Banditen das Handwerk zu legen. Sie stehen unter meinem Schutz. Wir kennen die Banditen. Wenn sich euer Anführer stellt, können alle anderen die Stadt frei verlassen. Beschen gehört vor ein Gericht. Wegen Mord, Raub und Landfriedensbruch. Ich warne euch. Wer den Banditen von jetzt an noch hilft, hängt wie Besch! Da musst du mich erst mal haben, du Großmaul. Ein Sheriff, der eine dreckige Rothaut schützt, lässt einen ehrlichen Westmann durch einen Indianer verleumden. Du wirst hängen neben der Rothaut, wenn du dich nicht besinnst, wo wir sind! Gib uns die Rothaut heraus, Patterson! Waffen weg, Besch! Gib mir noch Munition, David. Schnell. Los, geh an den Hintereingang. Kann mir gerecht telefonieren und um Hilfe rufen. Sei beruhigt, das nicht zu erwarten. Ich
bedauerliche Tanglewood gegen die Indianer aufsetzen. Sind wir verloren? Es muss etwas geschehen. Es geht nicht nur um den Häuptling, die Banditen müssen weg. Es nützt keinem, wenn wir bleiben. Ihr kommt bei Tag ja nicht raus. Wir schaffen die Bande. Dann könnt ihr bei uns bleiben wie David. Vertrau mir, Falke. Du hast mir zweimal das Leben gerettet. Ich vertraue dir. Aber ich will hier nicht leben. Hey, komm her! Blake, das ist nicht möglich. Pat, hast du die Indianer weggeschickt? Nein. Das ist Selbstmord. Pat Patterson! Soll ich nachgehen? Pat! Hörst du mich? Ja, geh, David. Vielleicht kannst du helfen. Was willst du? Wir wollen nicht, dass weiter Blut vergossen wird. Wir werden nicht mehr schießen. Ich habe mich mit Harrington geeinigt. Tu es auch. Seid vernünftig. Wir, hat er gesagt. Ich möchte nur wissen, wie viel sich das Harrington hat kosten lassen. Umgefallen. Sammy Blake ist umgefallen. Sieh zu, wie du mit Harrington fertig wirst. Danke, Pat. Hör auf mich. Gib Ruhe. Du hast dein Geld, mach die Straße frei. Wäschen, ich warte auf Sie. Okay, Patterson. Das war das eine. Legen Sie die Waffen ab, Beschen, und kommen Sie rüber. Sie haben Ihr Rot heute vergessen, Patterson. Und zu befehlen haben Sie uns gar nichts mehr, solange wir mit Ihnen nicht einig sind wie mit Blake. Er ist die Indianer! Sie gehören uns! Glaubst du, ich hätte den Kerl nicht erkannt, der mir das beigebracht hat? Raus mit den Rotschuften. Die Indianer sind nicht mehr hier. Und Sie, Beschen. Komm, wir werden ihn aufhängen! Leute, kommt! Kommt her! Nicht loslassen! Der zweite ist uns entwischt, verdammt. Na komm, sonst verpassen wir den Spaß mit dem anderen. Das ist einer von denen, die damals Tanglewood mit abgebrannt haben. Hängt ihn auf den Rücken! Aushängen! 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 Sie müssen das verhindern, Harrington. Es ist gegen das Gesetz. Ja. Hübsche Krawatte, was? Ich sehe kein Mord zu. Sie erschlagen dich. Es ist Wahnsinn, Matt. Sheriff. Oh Gott. Pat. Sheriff, was denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Verzieh doch. Los,
Also hängt ihn schon auf, nur macht schon! Die Indianer sind unterwegs! Keine 10 Meilen von hier! Die Cheyenne! Was, die Cheyenne? Es gibt Arbeit, Leute! Schnell Schluss mit dem hier! Oh, schauen Sie an, Sheriff! Ja, verschwinden Sie hier! Ja. Ja. Ja, hat's geschmeckt, Sheriff? Ja. 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 Jungs! Ja! Ja. 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 Sheriff, jetzt geht es hier! Und noch ein! Und noch ein! Sheriff! Dafür werden Sie hängen, Bäschen. Und Sie auch, Herr Rington. Los, komm, ab mit dir! Auf dem Dach ist er! Ja, da! Pass auf, er ist die Leute! Hol die vom Dach! Jim, komm nach! Los, geht von der anderen Seite an! Lass sie nicht entkommen, Männer. Er hat keine Munition mehr. Vorwärts! Moment noch, Leute, nicht schießen! Die Rotart gehört mir. Schade, dass wir ihn nicht hängen konnten. Ich konnte es nicht verhindern. Nichts kann ich verhindern.